Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest und somit auch zu einem neuen Adventskalendertürchen. Ich glaube, die 13 sollte es jetzt sein. Ja, wir sind hier tatsächlich fleißig jetzt in Vorproduktion, so muss das aber auch sein. Und somit bleiben wir tatsächlich auch bei Niedersachsen aktuell und zwar mit einem neuen Harzer. So, Harzer Hüttenbier. Da ist es. Echt Hütte steht da noch mit drauf. Und ja, soll sich um ein Kellerbier handeln mit 5% Umdrehungen. Wassergersten, Malz, Hopfen haben wir drin. Kommt hier wieder in der Steini mit dem Bügelverschluss. Und ja, Kellerbier, würde ich sagen, passt auf jeden Fall jetzt in die Jahreszeit. Ich habe auch ein bisschen Temperatur tatsächlich schon anziehen lassen, weil ihr wisst, ich trinke die Märzen, Kellerbiere, Bockbiere, die mag ich immer nicht so, wenn sie zu kalt sind, weil eben da die Aromen sich noch ein bisschen besser entfalten. Ja, vom Etikett her, so sieht es aus, durchaus ein bisschen uriger. So im ersten Moment dachte ich auch so, okay, hat mich so ein bisschen an Dachsenfranz erinnert, weil es auch so mit diesem Holz und so, ne, das ist dann irgendwie so. So, ich mach mal auf. Oh, das ist aber unter Druck hier. Ne, geht. So, Entspannungsverdampfung kommt reichlich raus. Ich hoffe, man erkennt es. Sieht gut aus. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. So. Oh. Freunde, schaut mal. Das sieht erstmal gut aus. So, was ist denn das? Ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal schön von der Blume her ordentlich. Zwei Finger kriegen wir locker hin. Schwenkt mal eben. Jo, bleibt auch an der Glaswand haften. Und ja, ist absolut filtriert. Ich glaube, das erkennt man auch. Ich würde sagen, es ist so ein ja, klassisches, vielleicht ein bisschen dunkleres Getreidegold. Schön glänzend, fast schon brillant kommt es daher. Und von der Perlange sieht man auch eher so durchschnittliche von der Perlung. Ne? Also ist jetzt nicht so ein Jacuzzi oder so, ist aber auch kein Stillstand. Also von daher sieht es doch erstmal grundauf solide aus. Vor allen Dingen auch schön deep. Ne? Schaut mal die Tiefe. Sieht richtig saftig aus. Also. Das ist ordentlich, ne? Die Blume bleibt auch locker 90 Sekunden stehen. Ich finde das ordentlich, Freunde, ich muss sagen. Gut, Kellerbier bin ich auch ehrlich. Ich mag eher die Naturtrüben, die eigentlich nur naturtrübe Biere. Ich mag eigentlich, außer beim Kristallweizen, mag ich eigentlich keine filtrierten Biere. Ich mag wirklich immer nur Naturtrüb. Aber trotzdem, das ist in Ordnung. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich gebe 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, dann werden wir mal anschnuppern. Oha. Wie war das noch mit Niedersachsen? Die sind doch normalerweise immer so mild, oder? Also jetzt hast du hier aber wirklich so... Hier hast du einen richtig schönen Karamellkörper. So, ne? So, der kommt so richtig so vom Bouquet in die Nase rein auch. Ne? Lieblich, süß fast schon. Erinnert mich ein bisschen an so ein Karamellbonbon. Also so in die Richtung reingehen. Mhm. Und du hast noch so eine schöne Getreidigkeit mit drin. Das sind eigentlich alles Sachen, die ich mag. Also vom Bouquet her auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Duftet sehr, sehr wohlergehend. So, das ist richtig so, oh, das ist so wohlig. So, ich mag das. Wenn es so schmeckt, bin ich mal gespannt, ihr Lieben. Auf euch, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, 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 oh. Der Maler, der das Bild malt von dem Maler, der ein Bild malt. Und am Ende soll das und das rauskommen. Mhm. Schön angezogen. Ja, Freunde, fangen wir an. Attribute, dynamisch oder gemütlich? Ich sag mal so, wenn man es kälter trinken würde, dann würde wahrscheinlich die Antwort sein dynamisch. Dann brauchst du da keine große Konzentration und Aufmerksamkeit, dann setzt du an und das ziehst du weg. So wie eigentlich so in den meisten Fällen bei den Bieren aus Niedersachsen, so wo wir jetzt zumindest als Biersüffler die Erfahrung gemacht haben. Lässt man allerdings eine gewisse Temperatur anziehen oder, ja, wie gesagt, in Bereitschaft hier, dass man schon vorher aus dem Kühlschrank rausnimmt, ne, und das ist schon eine gewisse... ja, ein gewisses Temperaturfundament hat, sodass man das Bier optimal genießen kann, dann wirst du schon feststellen, oh doch, da ist schon so ein bisschen Aroma drin. Ne? Da sind schon so diese Aromaspitzen, auch die, die man aus dem Bouquet heraus riechen konnte.
So, und das ist natürlich allen voran dieses ja vom Malzkörper ausgehende Karamellige, ne? Das ist so, es steht da bestimmt auch Karamalz drauf, oder? Ich weiß gar nicht, haben die geschrieben, was da irgendwas ist so? Malzmischung, Pilsner Malz. Oh Gott, das ist so klein und die dunkel hier. So, Brau, Gerste, Karamalz, ja, Karamalz, schmeckst du auf jeden Fall raus. So, bis dahin alles super, alles geil. Aber jetzt kommt's, Freunde. Und dann kommt aber etwas, so, ich nenne es jetzt mal dieses Rustikale, was man so von so einem Kellerbier her kennt, so dieses Urige auch irgendwie, oder? Und das trifft sich in der Mitte und dann wird es zum Problem, wenn es auf einmal Kanten und Spitzen gibt. So, ja, so Hügellandschaft, ja, müsst ihr euch vorstellen und das nicht so richtig eingebunden ist und geebnet, weil dann schmeckst du das wirklich raus. Und das habe ich gerade beim Antrunk rausgeschmeckt. Ja, also du merkst es richtig so, dieses Karamellige, dieses Getreidige, oh, das ist schon lecker, ne? Schön lieblich. So, und dann kommt aber von hinten irgendwie so eine gewisse Hopfenfloralität da entgegen, die so ein bisschen ruppig daherkommt, sag ich mal. Also es ist halt nicht so geil eingebunden, ne? Es ist nicht so rund. Es ist irgendwie so, ja, so zack, dann ist es da und irgendwie dann denkt man auch so, okay, das hast du aber schon mal eleganter irgendwo getrunken, ne? Schon mal eleganter gelöst vielleicht auch. Ja, also das ist so. Die Idee ist gut. Nur ich glaube, in der Umsetzung, da ist so ein bisschen, also ist jetzt für mich subjektiv, ne, vom Geschmackserlebnis ja so, aber gut, das liegt auch daran, dass ich schon, ach mein Gott, über 1000 Biere getrunken habe. Da merkt man sich sowas halt oder stellt sowas fest. Und der erste Moment, also dieser Malzkörper, ne, so dieses Karamellige, das ist richtig geil. Da würde ich sofort sagen, oh, Krone-Bewertung, finde ich gut. Ja, höchste Punktzahl, finde ich richtig geil. So, und dann kommt aber der Hopfen an und der zerstört das. Weil der einfach zu ruppig ist, der ist zu kantig, der holt nicht so diesen Malzkörper ab und so schön geschmeidig eingebunden, dass sich das alles trägt bis nach hinten zum Abgang und dann im Abgang sich der Hopfen meldet, so ganz dezent vielleicht, und von mir aus auch gerne durch Aroma-Hopfen intensiver, und dann hier schön runterläuft. Und das hast du hier eben nicht, weil in der Mitte diese ja eher floralen Aromen von dem Hopfen ausgehend in der Mitte sich mit dem Malzkörper treffen und dann ist das aber nicht so geschickt, dass das ineinander übergeht, sondern BÄM! Der Aufprall, Freunde, ja. Und das ist natürlich so, wo es so ein bisschen so ja, zu Komplikationen kommt, sage ich mal, in der Textur selbst, also im Geschmackserlebnis. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich, ja. Oh. Ich will mal noch nehmen. Aber du kannst es trinken. Das ist wieder, Leute, das ist kein Niedersachsen-Bashing oder so. Um Himmels Willen, das ist nur Meckern auf hohem Niveau hier. Ne? Wir sind ja Genießerkanal hier. Deswegen muss man natürlich auch auf sowas aufmerksam machen. Ne? Man muss ja auch, wenn ein das nicht ganz so mundet, dann muss man das ja auch zugeben. Ja, wie behandelt man den Tatsa Hütten, wie heißt es hier nochmal? Hüttenbier. Hütte, also ich stelle mir das jetzt vor, Holzhütte, du bist drin, weiß ich jetzt nicht, ob im Sommer oder im Winter. Gesellige Runde vielleicht, dann auch ein schönes Tabakpfeifchen, so, ne? Schöner Latakia-Tabak oder auch eine schöne italienische Zigarre, die man sich da vielleicht gönnt. Lagerfeuer knistert, vorher vielleicht ein bisschen üppiger gegessen. Ja, vielleicht sogar mediterrane Küche. Und dann möchte man so dieses gustatonische Finale haben. Und dann kriegst du dieses Bier. Und dann wirst du irgendwie so aus diesem Flow herausgetrieben, weil das dann der Aufprall zwischen Malzkörper und Hopfenfloralität. Weil es nicht richtig eingebunden ist. Ich glaube, das ist dann nicht stimmig. Dann würde ich doch eher sagen, Trinktemperatur 6 Grad etwa. Und dann Baggersee, Sommer und dann Yippien. Das ist dann vielleicht so Grillparty draußen, die Sonne ballert und dann schön erfrischend. Dann achtest du nicht so auf die Aromaspitzen und auf die feineren Nuancen. Und dann ist das vielleicht eher was, ne? So Kartoffelsalat, alles ein bisschen fettiger vielleicht. Und dann so eher so als aromatischen Durstlöscher zu bezeichnen oder behandeln, ne? Ja, das passt eher. Und wenn da bei dem Grillplatz eine Hütte ist,
Das stelle ich mir vom Setting so her. Da könnte dieses Bier passen. Ja, so möchte ich es eigentlich auch bewerten. Da ich in der Textur und in der Rezeptur das Konzept erkenne und auch irgendwie erschmecken kann, also, weil ich sage, das ist wirklich, die Idee ist gut, finde ich absolut super. Nur die Umsetzung finde ich ein bisschen, ja, wo ich sage, die passt nicht, möchte ich sogar ein bisschen mehr geben als Durchschnitt. Weil ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, im Sommer Baggersee, Hütte, Grillparty, Barbecue, schöner Kartoffelsalat, schön ölig, fettig und dann so dieses Bier hinterher zum Nachspülen, wo ich mich nicht groß konzentrieren muss, wo ich nicht in die Biologie reingehen muss, wo ich die Mystik und den Biergeist nicht verstehen muss, den hedonistischen, dann passt es. So gebe ich 4/5/6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Ja, wenn das Setting stimmt, stimmt dann auch das Bier. In dem Sinne, das war es gewesen mit diesem Biertest, mit diesem Kalendertürchen. Ich glaube, da haben wir noch eine Flasche, müsste noch übrig sein. Die werden wir morgen testen. Und ja, dann sind wir auch mit Niedersachsen durch. Sage ich schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Lieben.